Das hier ist kein guter Wagen. Das ist doch ein Scheißwagen. Oh ja. Keine Ahnung, warum ich den haben wollte unbedingt. Ich wollte ihn eigentlich nicht unbedingt haben, aber... Er hat 90 Seitenhupen und Speziallackierung. Sehr schön, wir haben 90 Wagen in unserer Garage. Mal sehen, was der Autoteilhändler sagt, so. So, Karosserie, glaube ich nichts. Natürlich nicht. Motor, nichts. Einlasssystem, nichts. Auspuff, nichts. Turbosätze, nichts. Weil wir schon den besten haben. Getriebe, haben wir auch schon das Beste. Antrieb haben wir wahrscheinlich auch alles. Ja, das war später von uns. Die Aufhängung haben wir auch schon das Beste. Und die Reifen haben wir noch nicht das Beste. Ja, kaufen. Ich meine, das hast du gerade voll verdient. Das hast du nämlich gerade in den einem Rennen alles, ne, verdient. Weswegen das ja wirklich, ja, ne. Okay. Machen wir gleich ins nächste Blitzbergrennen. Hinterher. In der Amateurserie. European. Nehmen wir den. Okay, Pescarolo Sport. So, mal sehen. Maximal Sport hart. Müssen wir wieder hier Sport hart mal wieder einrüsten. Ja, ich möchte es kaufen. Kostet ja nur 6000. So. Ist auch okay. Okay. Dann wird mal E-Garrett hier genommen. So, dann hat er, weil er natürlich noch steigt, mit seinem tollen Leistungsindex von mega viel, steigt er natürlich unglaublich an. Okay. Mal mach mal weiter, mach weiter. Mach Start. Dum, bum, bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bah, wenn wir dieses eine Rennen gewinnen, haben wir schon den tollen Preis für diese Reifen raus. Unglaublich, aber wahr. Ich weiß, das kann man nicht glauben. Das ist nämlich viel zu unglaublich. Okay, langsamer fahren. So, fahr. Du kannst sie schon überholen, aber ein bisschen besser, bitte. Okay. Ich finde auch lustig, wie sie immer mit Handschuhen da sitzen, auch wenn sie im ganz normalen Auto sitzen. Okay. Okay. Ich muss dann der mentale Stärke jetzt sinken. Ja, ja, überhole sie alle. Okay, überhole sie alle. Ja, genau, du schaffst das schon. Ich weiß es genau, denn du überholst sie nicht. Ich hab dir aber gesagt, du sollst alle überholen. Warum tust du es nicht? Mit so einem Wagen kannst du die alle überholen, meine Güte. Aber okay, ich muss, natürlich musst du erstmal Auto fahren lernen, ne? Was anderes geht hier nicht. Oh ja. Das schaffst du schon, du. Europäischer Wagen. 1,27, also fast wieder ein 10-Minuten-Rennen. Unglaublich, dass das wieder fast ein 10-Minuten-Rennen wird. Unglaublich, so eine Scheiße, ey. Okay. Da waren wir sogar langsamer als der. Na klar. War klar. Da werden wir jetzt schneller sein. Und zwar viel schneller. Oh ja. Ja, eine 34 ist schon gut. Und eine 36 von dem. Okay, wir werden also ein bisschen schon Abstand gewinnen.
So über der Zeit so. Ja, also. Da geht's schon schnell daher, ja. 20 Sekunden, okay. So, ein bisschen schneller kannst du schon werden. Ich weiß, dass du cool bist, deswegen wird es langsam nur schneller. Ist aber okay. Wollte ich auch. Langsam schneller ist immer gut. Nicht immer so ganz sehr schnell sein. Okay, 1,15. Was sagen die anderen dazu? Was sagt ihr zu dieser Unschuld? 1,16. Oder nicht 1,15. Also ich sage dazu, ich mache eine 1,24. Ah, ich 26, okay. Also ist auch schlecht. Okay, sehr schön zu wissen. Sind sie einfach die Abkürzung, springen hier rüber und sind die Erste. Sowas kenne ich doch noch. Ja, die fahren einfach runter. Unglaublich. Also sie fahren einfach gegen die Menschen. Die werden einfach wie ein Baum dastehen bleiben und das Auto wird zertrümmert. Ja, weil halt das Auto viel schwächer ist als ein Mensch. Sowas lernt man nämlich hier in solchen Rennspielen. Ja. Genauso wie eine Laterne oder so. Oder ein Baum. Ein Baum ist ja viel stärker als so ein Auto. Manchmal stimmt das aber nicht je mehr. Wenn so ein kleines Setzling-Ding ist, ne? Ja, manchmal hat man hier ein paar Fehler, so ein paar Bildfehler. Aber dafür kann ich nichts. Das ist die PlayStation. Das bin ich nicht. Ich verspreche euch, das bin ich nicht. Und Outer City wird schon wieder weggerubbelt. Was? Nein. Es ist schon wieder in Standby gegangen. Unglaublich. Unglaublich, Outer City, dass du sowas tust. Das hätte ich niemals von dir gedacht. Ja, also, das ist ja, ne, das ist ja nicht gut. Okay, wir sind Runde 4. Das schaffen wir. Locker, flockig. Sehr schön. Einfach hier rum. Und dann dort. 1,26, also genau 26,535 Sekunden. Das habe ich im Kopf ausgerechnet, nicht abgelesen oder so. Nein. Nicht abgelesen. Nein. Nein, was denkt ihr denn? Nein? Das stimmt doch gar nicht. Also, Outer City, was sagst du dazu? Also, ich weiß auch nicht, was du da machst, aber es sieht gut aus. Ja, ich weiß. So. Dup. Da. Dup. Da. Halt mal. Der hat das erste fast genauso gut wie ich gefahren. Unglaublich. Und der ist viel langsamer als ich. Sowas ist denn nicht zu ertragen. Sowas kann man doch nicht anbieten. And 2 for the things und da 3 for something else. Das ist nichts ohne Joy. Ja, so läuft das hier. Okay, dann geht's hier rum. Und dann geht's weiter. Michelin. Okay, und dann hier rum. Okay. Okay. Sehr schön. Mal sehen. Schaffst du das denn? Also ich denke mal, ne, das geht ganz gut. Also wir sind ja schon die fünfte Runde gleich vorbei. Und es sind keine 10 Minuten diesmal. Also sehr schön. Alles super. Mal, die 10 Minuten sind ja immer hier einfach nur rumfahren, ohne irgendwelchen Sinn. Da glaube ich wirklich, dass das meistens so der Fall ist. Ich weiß auch nicht wieso, aber mal sehen. Wie kann er denn das hier... Ich muss mich natürlich konzentrieren hier, weil ich ja ganz klar um diese Kurve richtig gut fahren muss. Okay, 7 for something else. 7 for something else 2. Again. Oh ja, das ist schon wieder ein Pattern. Ja, das ist schon wieder sowas. Ja, 7 Tage die Woche, 7 Nächte die Woche. Das ist ganz klar ein Pattern hinter. Ein Muster. Unglaubliches Muster. Da hätte ich niemals gedacht, dass da so ein Muster dahinter ist. Ah, wir sind da nicht so gut hier. Aber okay, das liegt doch daran, dass es keine so große Stelle ist für mich, sondern nur die Endbeschleunigung da was zählt. Und der vielleicht eine bessere Wendigkeit hat und besser um die Kurven kommt. Das kann ja auch sein.
Wohl diesmal ist die körperliche Stärke überhaupt nicht irgendwie angegriffen. Vielleicht ist der hier, der Garrett, viel besser mit der körperlichen Stärke und so kann er umgehen. Keine Ahnung. Na okay, es waren ja auch nicht so lange jetzt. Und außerdem ist seine mentale Stärke immer noch voll, weil er noch keinen eingeholt hat. Ist aber okay, ne? Ist aber okay. Mal gucken, wie es jetzt aussieht, wie sie jetzt fahren können. Weil vielleicht geht er jetzt auf normalem Niveau und steigt nicht so stark an. Und wir haben es geschafft. Bam, 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 bam. Okay. Ja, ja. Sehr schöner Wagen. Ich weiß. 7000 und 1500 Erfahrung und Level up. Ja. So, verlassen wir natürlich dieses Rennen und gucken uns das nächste gleich an. Das nächste Rennen. Das wird wahrscheinlich wieder ein 7-Minuten Rennen und dann ist alles okay. Dann ist alles gut. So, dann fangen wir gleich an, wenn der Ladebildschirm endlich vorbei ist. Ladebildschirm. 6 Runden Rom. Körperliche Stärke, es sieht nicht sehr viel anders aus, aber 6 Räder. Preis? Was? Warum steht bei Preis noch nichts? So, ja. Welches Auto wird zum schnellsten Kompaktrenner? Warum Kompaktrenner? Europäisches Kompaktsportwagen. Ja, klar, der ist ja total kompakt, den ich da habe. Unglaublich. Ich glaube, die haben da irgendwas mit kompakt nicht verstanden. Dass sie den zugelassen haben. Also mein Wagen, den Courage Jut GV5 Racecar 04. Das ist doch kein Kompaktrenner. Ne, das ist doch eher ein super guter Renner, aber kein Kompaktrenner. Nein, niemals. Niemals wäre das ein Kompaktrenner. Und 6 Runden dieser, das müsste doch immer eine Minute oder so sein. Das ist wirklich nur ein 6 Minuten Rennen. Oh yeah, sehr schön.